ZYC Energy bietet Stromspeicher für alle Einsatzbereiche. Welche das sind und was den Einsatz dieser Speicher besonders komfortabel macht, das erfahren Sie jetzt. Hallo Max. Hallo Carsten, schön, dass du hier bist, hier bei uns am Stand von ZYC Energy. Dankeschön. Welche Produkte habt ihr denn mitgebracht? Also wir freuen uns hier auf der Intersolar euch drei Produkte von unserer Simpo Series vorzustellen. Das wäre einmal hier unser Simpo 5000, das ist ein Niedervoltspeicher im Parallelaufbau. Man kann 64 Module miteinander parallel verschalten. Das Ganze hat ein Master-Slave-System, das heißt, das erste BMS übernimmt die Kontrolle über alle nachgeschalteten BMS. Wir haben eine Integration über eine App, über ein Portal, man kann alle Daten sehen. Das Produkt ist sehr einfach von der Installation, also wir bieten sowohl einen 6-Slot-Schaltschrank an, als auch einen 10-Slot-Schaltschrank. Der Installateur schiebt im Prinzip das Modul ein und ist ready to go. Was ist denn mit Plug, Click and Play gemeint? Genau, mit Plug, Click and Play ist gemeint, wenn der Installateur das Modul eingeschoben hat, nimmt er im Prinzip den Pluspol, klickt ihn ein, nimmt den Minuspol, klickt ihn ein und drückt auf dem obersten BMS einmal auf den Einschaltknopf. Das System fährt hoch und dann haben wir unsere Master-Slave-Verbindung. Das System ist auch Black-Startfähig, ist das richtig? Das System ist Black-Startfähig, vor allem unser C&I-Produkt. Das wäre unser zweites Produkt, was wir anbieten. In dem Fall in der Konfiguration ungefähr 87 Kilowattstunden, aufgebaut in einer Serienschaltung. Und dieses Modul hat die Fähigkeit, einen Black-Start durchzuführen. Das heißt, falls der Inverter keinen Strom hat, können wir über diese Funktion den Inverter erstmal aufwecken, der dann das System zum Laufen bringt. Außerdem habt ihr, glaube ich, einen sehr großen Temperaturbereich, in dem eure Speicher laufen. Also alle Zellen, es handelt sich hier um LFP-prismatische Zellen. Und über die Zelltechnologie erreichen wir eine Temperaturrobustheit für die Beladung von minus 10 und für die Entladung von minus 20 jeweils bis plus 50 Grad, ohne Heizung, ohne Kühlung. Mit welchen Inverterherstellern arbeitet ZYC Energy denn zusammen? Also wir arbeiten zusammen im Niedervoltbereich, vor allem mit da drüben unseren Inverterpartnern SMA, Selectronic, Studer und Victron. Bei Victron sind wir auch sehr froh darüber, gelistet zu sein, offiziell als Partner-Batterielieferant. Für unseren Hochvoltspeicher sind wir aktuell mit Solis, Goodwee und, was uns besonders freut, bei Coastal mit dem neuen Plenticore dritte Generation kompatibel. Unser Hochvoltspeicher ist auch modular aufgebaut. Man hat im Prinzip unten eine Bodenplatte und ohne Schraubverbindung werden die Module aufeinander in Reihe geschalten, bis zu 8 Module. Dann kann man 8 Tower in Parallelschaltung bringen und würde ein Volumen von 230 Kilowattstunden erreichen. Das Ganze ist ein BMS mit 30 Ampere und so erreichen wir 17 Kilowatt Leistung, die man je nach Inverter, der verbunden wird, abrufen kann. Wenn ich mich für euer System entscheide, arbeitet ihr denn auch mit lokalen Support-Teams zusammen? Ja, also wir legen sehr viel Wert auf lokalen Support. Mein Bereich ist die Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben Kollegen in Spanien, in den Niederlanden und decken somit schon einen Großteil in Europa ab. Aber natürlich erweitern wir uns immer weiter und werden neue Märkte in Zukunft auch bespielen können. Sehr gut. Und mit welchen Vertriebspartnern arbeitet ihr zusammen? Also aktuell in Deutschland ist es vor allem die Firma Kranich, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, auch Kranich in Spanien, die Firma Faeson in Deutschland, ansonsten noch Stavco, PK Fluvial. Das sind so aktuell unsere Vertriebspartner. Max, ganz herzlichen Dank für diese vielen spannenden Informationen. Und wenn Sie noch mehr Informationen über ZYC Energy und diese Speicherprodukte haben möchten, dann besuchen Sie die Website zyc.energy.